Heute schauen wir wieder über die Grenze nach Österreich. Wir sind im frühen 20. Jahrhundert. In den oberen Kreisen der Gesellschaft sind Kartenlegen, Seancen und Ägyptomanie modern. Man stelle sich vor, aus Ägypten wird eine Mumie, ein verstorbener Mensch, in die Prunkhäuser der Reichen geschafft, nur um zur Belustigung derer wie ein Paket auszupacken, sie also von ihren Binden zu befreien. Es tut mir leid, aber diesen Partyspaß finde ich nur noch geschmacklos und ohne Respekt. Gut, dass wenigstens das irgendwann ein Ende hatte. Aber weiter im Text. Das Kaiserreich ist noch nicht lange Geschichte und die Industrialisierung hat begonnen. Die Mobilität war durch Eisenbahn und Kraftfahrzeuge im Aufbruch. In dieser Zeit wirkte unsere Seherin und sie hatte Zugang zu eben erwähnten Kreisen. Die Rede ist von Bianca Gräfin Beck-Sikowski, auch Madame Sylvia genannt. Bei Madame Sylvia handelt es sich um eine österreichische Adlige namens Bianca Gräfin Beck-Sikowski. Wie ich bereits erwähnte, bewegte sie sich in den hohen Kreisen der Aristokratie. Ihr Ehemann stammte aus einer bekannten Familie mit Einfluss in diese höchsten Gesellschaft. Ihr Schwiegervater war Friedrich Graf von Beck-Sikowski. Von 1881 bis 1906 war er Chef des Generalstabs des österreich-ungarischen Heeres und Vertrauter von Kaiser Franz Joseph I. Auch wenn die Monarchie in Österreich Vergangenheit war, der Hochadel und ihre Auswüchse lebten auch weiterhin in Dekadenz. Ich denke, ich konnte euch gut genug aufzeigen, wo Bianca Gräfin Beck-Sikowski ihre Zeit verbrachte. Die Gräfin war aber auch noch für etwas anderes bekannt. Zu ihrer Zeit war sie das bekannteste Trance-Medium Europas. Ihre Gabe erstreckte sich ferner auch auf die Fähigkeit, zukünftige weitreichende Ereignisse vorauszusagen, was ihre Familie, als sie noch ein Kind war, zunächst erschreckte. Aber durch den unterstützenden Einfluss ihrer Großmutter, welche auch über das zweite Gesicht verfügte, und durch das Eintreten ihrer Schauungen, blieb letztlich kein Zweifel an ihren Fähigkeiten. Schon in jungen Jahren vervollständigte sie ihr Talent durch das Studium der Chiromantie, der Handlesekunst und Graphologie, also der Handschriftenkunde. Ihre Gabe in Kombination mit dem gehobenen Kreis der Adeligen, in dem sie sich bewegte, ließ ihren Ruf sich wie von selbst verbreiten und ihre Seancen waren heiß begehrt. Madame Sylvia war ferner in der Lage, mit einer enormen Sicherheit die größten politischen und weltweit bevorstehenden Geschehnisse vorauszusagen. Darunter fielen Naturkatastrophen, weltwirtschaftliche Veränderungen und die zwei Weltkriege. Sie machte außerdem persönliche Jahresvoraussagen für Kaiser und Päpste. Während der schweren Zeit des Ersten Weltkrieges half sie in bestimmten Fällen anhand von Fotos und mittels ihres siderischen Pendels Tag und Art der Verwundung von Verwandten und Freunden vorauszusagen und verstand es sogar, den Lauf des wandernden Geschosses im Körper zu verfolgen und leistete damit der suchenden Sonde der Ärzte in den Spitälern unschätzbare Dienste. Über ihre okkulten Erlebnisse und Erfahrungen schrieb die Gräfin drei Bücher. 1927 den Titel Okkulte Erlebnisse unter dem Pseudonym Madame Sylvia. 1931 das Buch der 100 Hände über die Kunst des Handlesen. 1939 das Buch mit dem Titel Trance-Gesichte über die politische, religiöse und wirtschaftliche Zukunft der Welt. Dieses Buch beschreibt nicht nur viele Vorhersagen und gibt Einblick in ihr außergewöhnliches Leben. Dieses Buch wurde vom österreichischen Parapsychologen Wilhelm Warschowski herausgegeben. Er war unter anderem Gründungsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Parapsychologie und Grenzbereiche der Wissenschaften. Damit zeichnet sich ein sozialer Hintergrund Bianca Beck-Sikowskis ab, der vorsätzliche Täuschung oder billige Effekthascherei ausschließen sollte. Nun lasst uns die Schauungen der Madame Sylvia näher betrachten. Lehnt ab, was ihr gelernt von euren Vätern. Es ist vorbei. Russland, der Osten triumphiert.
Mit goldenen und roten Fahnen wird der Osten gegen den Westen aufbrechen und ihn überschwemmen. Und die Erde bebt und kracht in allen Fugen, und die Zeit wird kommen, wo die Menschen stöhnen in Drangsal, Qual und Pein. Die Tiere fliehen und wollen sich verbergen, und die Berge wanken und die Wälder stürzen, die Fluten, sie ergießen sich, und die Ewigkeit bricht an. Nichts wie Tod und Zerstörung. Unsere lichten Kräfte reichen nicht aus im Kampf mit den dunklen Mächten. Das werdende Erhabene liegt im Staub, denn die Menschen, taub und blind in ihren Betten, wollen nicht hören, ehe nicht ein Schrei zum Himmel dröhnt. Raserei, Wahn! Ich sehe den Vatikan brennen. Er lodert ein Flammenmeer. Oh, diese Trümmer! Nur zwei Gesetzestafeln sehe ich noch aufrecht und wolkenumhüllt. Zwei Tote sehe ich am Wege, zwei Kolosse am Boden, furchtbares Ringen, Klagen und Trümmer und Rauch. Wo ist die Sonne? Wo ist der Tag? Wo ist Gott und die Hilfe? Es ist so finster auf Erden. Die Hölle ist aufgetan, die Hölle der Gedanken. Die Welt ist ohne Stützen. Das Herz der Welt, es bricht entzwei, und doch ersteht es neu. Ich kann's nicht fassen. Die Erde atmet, wälzt sich um, und es werden Erdteile und Inseln vergrößert wieder erscheinen, unter furchtbaren Katastrophen andere Teile in sich zusammenfallen oder weggeschwemmt werden. In Europa wird viel geschrieben, bürokratischer Wust, Berge von Akten. Kleine Schreiber sitzen darauf. Alles rast schneller und schneller, als wenn man durch Geschwindigkeit dem Bacillus der Dummheit Herr werden könnte. Das Jahr des Bebens ist gekommen, alles zittert in der Welt. Ihr armen Massen, ihr könnt nicht lieben, könnt nur hassen in euren elendkleinen Seelen. In ganz Europa wird die Verständigung eintreten und sogar England an die Seite Deutschlands treten, sobald man allgemein erkennen wird, dass der Deutsche als Siegfried gegen den Drachen mit dem Schwert in der Hand gegen den Bolschewismus zu Felde ziehen soll. Europa wird der Einheitsstaat genannt, ein Volk nicht Völker mehr. Es sind Menschen, Seelen, keine Nationen. Ich sehe eine Flagge, weiß, in der Mitte Europas, ein Turm. Die Landkarte ist weiß, die ich einst blutüberzogen sah. Nur einer steht ganz groß und herrlich. Er kommt aus den Bergen, von einem Volk, das einst verschwand, vor langen, langen Zeiten. O heilige Berge Asiens, auf euren Spitzen lodert schon die Fackel, die einst den Weltbrand wird entfachen. Der Süden schlägt unheimlich um sich, weit über Europa hinaus. Der Osten, der sich selbst verkehrt, wetzt nach drei Richtungen hin das Schwert. Russland in der Agonie, im Wiederaufstieg in sich selbst. Im Norden vereint zwei Staaten in Treue. England wird ein Bannerträger jenes Glaubens, den wir Christentum nennen. Ein neues England wird geschaffen. Eine Weltsprache wird geschaffen, die mit einem Zauberschlag jeden die Sprache des anderen verstehen lässt. Eine Brücke ist sie nach der plötzlichen Erkenntnis, dass auf magischer Grundlage eine Ähnlichkeitswurzel in sämtlichen Sprachen der Erde liegt. O wunderbares Geheimnis, das gelöst wird vom großen und einsamen Denker im Süden jener Berge. Inzwischen ist ein phänomenales Lexikon erfunden worden, das sich statt der Buchstaben der Ziffern bedient und internationale Verständigungsmöglichkeiten auf simpelster Grundlage verschaffen kann. Die Sprache wird euch einst durch Eingebung klar werden. Das neue Zeitalter wird euch vom Sprechen eurer Zunge befreien, denn ihr werdet erfühlen, was die Gedanken anderer wollen. Das Land, in dem die Swastika mit dem Hakenkreuz in einem Zeichen vereinigt ist, ist bestimmt, einst die Führung in Europa zu übernehmen. Ein Name mit N erscheint am Horizont. Ihr müsst begreifen, in den fernen Bergen des Ostens steht die geheimnisvolle Macht. Sie erstreckt sich unerbittlich um die ganze Erde, hoch zum Himmel ragend. Alles wird zusammenbrechen, was an die früheren Zeiten erinnert. Wie bald werdet ihr einer neuen Welt in die Augen blicken, einer neuen Weltauffassung, neuen Organisationen und neuen Gesetzen. Die eben gehörten Schauungen Bianca Bekzikowskis beziehen sich auf zwei Seancen im Jahre 1931. Nur wenige Jahre darauf starb die Seele. Ich bin der festen Überzeugung, dass Madame Sylvia die sich auf den Dritten Weltkrieg wohlbeziehenden Schauungen unbedingt der Menschheit mitteilen wollte
und daher hat sie diese auch in ihrem Buch verewigt. In diesen Prophetien zeigen sich unglaubliche Parallelen zu den verschiedensten Schauungen der bekannten Seher, zum Beispiel Alois Ihlmeier, aber auch Mother Shipton, Kugelbär und noch viele mehr sagten ebenfalls Erdbeben, Vulkanausbrüche und Orkanfluten vorher. Sahen den Dritten Weltkrieg, den gelben Strich und die drei Tage Finsternis. So auch Madame Sylvia. Mir bleibt jetzt nur noch, mich bei euch für euer Interesse zu bedanken. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert kostenlos den Kanal, um keines meiner Videos zu verpassen. Und aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Nun aber macht es gut und lasst euch nicht ärgern.